So, wer ist denn jetzt schon wieder hier reingerannt? Ah! Die nehmen es schon wieder mit dem Schamanen auf und einer spielt ja die Human Torch. Wer sagt's denn? Der Reto! Ja, der Reto, der spielt die Human Torch, das ist schon okay. Ruht euch jetzt erstmal ein bisschen aus, bitte, da oben. Ihr seht partiell etwas unglücklich aus, was die Lebenspunkte angeht. So, auf jeden Fall mal speichern. Das ist doch schon empfehlenswert bei den Massen, die wir jetzt schon hier beseitigt haben. So. Halt. Und dann können wir uns jetzt auch mal... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja, können wir uns auch in tieferen Regionen der Mine widmen, wollte ich gerade sagen. Aber offenbar gibt es da immer noch Leute, die da was dagegen haben. Meine Güte. Den haben wir noch nicht ausgemacht. Das ist sowas. Okay, wir sehen sie jetzt ewig lang keiner mehr. Also wir haben hier wirklich schon Rocksblatt gemacht, die normalerweise viel später kommen sollten. Komm zu Papa. Ein bisschen die Kamera wieder reinscrollen. So. Den Rock haben wir nicht mehr erwischt, bevor er in den Abgrund gefallen ist, aber naja, was soll's. Ist jetzt auch kein großer Verlust, wenn wir die zwei Schnäpse, die er bei sich hatte, dann nicht bekommen haben. Kommt zu mir. So, erst den Speer, der geht jetzt schnell. Der Krieger eigentlich auch, aber der Speer natürlich noch schneller. Wunderbar. So. Solange wir auf keine Schamanen treffen, bin ich vollkommen zufrieden. Gut. Speicherung erfolgreich. Warum liegt hier ein Jäger? Warum liegt hier ein Jäger oben? Wie ist der denn hier hingeraten? So. Mal wieder einer, der eine Axt dabei hat. Die sind dann schon ein bisschen gefährlicher. Allerdings natürlich nicht, wenn ich ihn an die Wand dränge. Dann hat sich das auch ganz fix erledigt. So. Wasserfass? Ach ja, mit den Wasserfässern kann man ja, glaube ich, sein Leben ein bisschen regenerieren, ne? Gut, ja. Ganz geringfügig. Also da müssten wir schon uns einen totalen Wasserbauch holen, um hier irgendwie unser Leben wieder voll zu kriegen, wenn wir mal ein bisschen getroffen sind. Dabei lassen wir es dann doch lieber bei Fleisch. Ich meine, ist ja nicht so, als ob man hier keins kriegen würde im Nordpaar, ne? Jetzt müssen wir natürlich wieder die Waffe anlegen. Bei die, bei da. Das Spiel kennen wir ja. Oh, ich habe Hunger, stelle ich gerade fest. Eieiei, ich habe Hunger. Oh, oh. Da werde ich dann gleich mal wieder Spaghetti futtern und mich ins Nudelkoma begeben müssen. So, aber erstmal spielen wir natürlich noch eine Runde. So, wie sieht's aus hier unten? Krieger. Krieger ist vollkommen okay. Oh, was hat der... What the fuck? Was war das denn gerade? Du sollst bitte... Mann, Mann. Hatte ich nicht gerade die Waffen ausgewählt? Mir war so. Was soll's? Geht alles auch so. Da müssen wir jetzt irgendwie mit leben, mit den Unzulänglichkeiten der Steuerung. So, und bevor ich jetzt die Waffen wieder... Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ich die Waffen wieder wechsle, mache ich erstmal diese Erzader da, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich nicht vielleicht doch mal noch die zweite Waffe hier, die warten ja fröhlich, das ist ja gut, noch anlege. Finde ich auch interessant, dass die dann wirklich warten, wenn ich ins Inventar gehe. Aber nichts dagegen. Gerne. So, muss bloß aufpassen, dass ich mir nicht hier zu viel Leben abknapsen lasse und dann am Ende vielleicht unvorsichtigerweise sterbe, obwohl ich gar nicht weiter in Gefahr bin hier. So. Erstmal den Speer, schlag zu. Sehr gut. Ah, du
Drecksköter von einem Ork. So, dafür gehst du in den Abgrund. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch. Du solltest eigentlich... Ich drücke die ganze Zeit nach rechts dabei. Es ist sehr interessant, wie toll er darauf reagiert, dass ich eigentlich den Rechten bekämpfen wollte. Naja. Was soll's? Aber es kommen nur kleine Gegner jetzt gerade, stelle ich fest, ne? So, der andere wartet fröhlich. Was machst du? Also, es ist manchmal echt interessant, was der veranstaltet im Vergleich zu dem, was ich drücke. Ha, den haben wir noch erwischt. Den können wir dann noch ausnehmen, bevor er in die Lava fällt. So, ich glaube aber, wir kommen langsam dem Kern der Schmelze näher. So, wieder das übliche Sammeln. Ich hoffe, denen oben geht's noch gut. Nicht, dass da schon wieder weitere Wellen über die hereinbrechen von außen her. Sonst wird's dann langsam knapp mit Leuten. Gut, essen. Was der Kerl für eine Wampe dran haben müsste eigentlich. Aber er hat halt auch einen heldenhaften Stoffwechsel wahrscheinlich. So, speichern. Und Erz ausplündern. Es sei denn, es kommt gleich wieder der nächste. Ich mache jetzt erstmal hier. Wir haben das da hinten ja mit dem Blick. Aber irgendjemand hat da gerade schon wieder gekämpft. Also so ganz geheuer ist mir das nicht. Eigentlich müsste ich mal wieder oben gucken gehen. Ist natürlich aber auch blöd, wenn ich jetzt jedes Mal wieder hochrenne. Muss ja auch nicht sein unbedingt. So. Vielleicht noch die andere Waffe mit. Das haben sie ein bisschen doof gemacht, dass man die nicht vernünftig hier zusammen auf die Shortcut-Taste legen kann. Ja, 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 das erzählen sie alle. Und dann kriechen sie im Staube und sehen ihn auf zu mir. Boss. So, wir gehen mal einen Meter zurück. War strategisch etwas ungünstig, wie wir da standen. Es gestaltet sich jetzt schon ein kleines bisschen besser, auch wenn ich hier irgendwie gerade nicht so richtig zurechtkomme gegen die. So, aber es geht, es geht, es geht. So, damit wir uns dem Boss widmen können. Der steckt natürlich ein bisschen mehr weg, aber das haben wir ja alles schon. Töte den Boss des Tals, die Punkte beim Hammerklang. So. Ich hab's ja natürlich noch nicht geschafft, also brauche ich auch noch nicht einstecken. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir noch so wenig Ruf im Hammerclan haben, weil hier echt viel über die Schmiede geht, über die Befreiung der Schmiede. Vielleicht magst du mal rankommen auf den Meter, Kollege. Ich komme jetzt nicht davor und ziehe dann die anderen auf mich. Vergiss es. So, jetzt. Jetzt bist du da, wo ich damit leben kann. Oh, Heide Hitzka. Das ist ein... Schamane, Schamane. Ich gehe dann mal hier fort. Schamane, Schamane. An einen anderen Ort. Bleib fort, kleiner Schamane. Bleib doch bitte dort. Spuck dein Feuer woanders hin. An diesem anderen Ort. Wie sieht's denn aus? Ist der Schamane noch mit dabei? Ich widme mich denen noch nicht, wenn der dort noch mit rumsteht, aber irgendwie... Nee, der scheint auch gewesen zu haben. Und zumindest steht er noch weiter vorne in die Ecke. Irgendwo... Ja, der ist noch da vorne an der Ecke. Das geht noch. Das ist okay. Wenn du den jetzt hier noch anvisieren könntest, den Ork, dann wäre ich sehr zufrieden mit dir. Dankeschön. Der Schamane schießt in die Kiste oder auch nicht. Ah, jetzt sollte ich ja vielleicht doch mal die Flucht ergreifen.
Und ich trage schon die Magierrobe, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Und die sollte ja eigentlich magischen Schaden ganz gut abwehren können. Und trotzdem holzen die noch richtig böse rein mit ihren magischen Attacken. Das ist nicht ohne. So. Also die Schamanen sind schon so ziemlich meine Hassgegner, weil die halt auch nie alleine auftreten. Allein ist so ein Schamane kein Problem, da kann man der magischen Attacke ausweichen, das geht. Aber in diesen Gruppen ist das echt hinterhältig. Da hat man dann schon ganz schön zu kämpfen und natürlich muss ich da mal speichern zwischendurch. Haben wir doch schon ein bisschen Fortschritt erzielt und den lasse ich mir nicht dadurch kaputt machen, dass ich dann vielleicht mal ein bisschen eingeeist werde oder sowas. So. Bewegung. Bewegung! Haha! So geht das! Da überspringe ich mal kurzerhand deine blöde Magie. Und genau, den wollte ich eigentlich. Das war doch fast schon elegant, wie wir das gemacht haben hier. Na? Dankeschön, dass du ihn doch noch irgendwann getötet hast. So wie es aussieht, ist da immer noch einer. Komm mal her. Ich gehe mal weiter hoch hier, um mal noch ein bisschen zu plündern. So, jetzt du. Den klickern wir mal einfach tot. Einer alleine. Macht uns keine Sorgen. Gut. Oh, wir kommen aus den Kämpfen überhaupt nicht mehr raus. Das ist echt übel. Also Nordmar ist echt so ein Gebiet, das ist richtig heftig. Ja, toll. Erst den Schamanen. So. Oh, die kommen mir hinter... Oh, danke schön. Das ist aber nett von euch. Das ist sehr gemütlich, muss ich sagen. Sehr komfortabel, wenn die mir ein bisschen runterfolgen. Finde ich gut von euch, Leute. So habe ich mir das doch vorgestellt. Gut oder bin ich gut? So. Aber lasst mich mal kurz essen, bevor wir weitermachen. So. Ja, lauft schon mal rein. Ist okay. So. Jetzt können wir wieder. Okay. Ziehen wir es durch. Gut, Pfeile einsammeln müsste man jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, das gebe ich zu. Da ist nichts mehr zu holen. Okay. Aber der Elite-Krieger hat zumindest noch ein paar Goldstücke. Das summiert sich irgendwann, wenn man die immer wieder ausnimmt, ne? Und da jeder so 60 Goldstücke hat. Es sind ja nicht bloß zwei Orks, die hier unten rumliegen. Das muss man ja auch mal bedenken. Also es kann sich schon lohnen, unter Umständen. Mensch, jetzt kommen aber die ganzen Schamanen hier auf einmal. So, da bin ich eigentlich ganz froh, dass die mir jetzt noch zu Hilfe kommen. So als Kanonenfutter, damit ich die Entfernung zu den Schamanen überbrücken kann und dann vielleicht auch mal einfach den Rücken springen kann. Dem hast du's gezeigt. So. Jetzt noch den kleinen Elite-Krieger. Und dann haben wir auch diese Welle erstmal abgewendet. So, aber die haben schon wieder den nächsten entdeckt. Macht nichts, gerne. Gerne. So. Den nehmen wir natürlich auch noch mit, den Elite-Krieger. Wunderbar. Gut, dann ziehen wir mal los. Bitte nicht in die Lava springen, das wäre etwas suboptimal. Gut. Ja, kämpft mal fein davon. Ist okay, ich komme gleich nach. Hab gerade noch was zu tun. Gut, Leben sieht gut aus. Wir speichern noch mal kurz. Wir sind jetzt schon richtig tief in der Schmiede drin, so wie es aussieht. Links habe ich gerade schon die Schmiedevorrichtung, die Schmelzvorrichtung gesehen. Der geht auf mich. Der geht auf mich. Dieser Sausack.